So, also es gibt noch eine schöne Aufgabe zum Dualitätsprinzip, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. Kann ich mich sogar noch dunkel dran erinnern. So, da geht es um so ein bisschen, also Schaltvorgänge haben wir ja noch nicht so richtig, die machen wir ganz am Ende des Semesters. Deswegen rechnet man da auch nicht wirklich was, aber wir können uns so ein bisschen so überlegen, was da so passiert. So, und da ist eine Schaltung. Wie sieht die aus? Was kommen da für Bauelemente drin vor? Widerstand, eine Kapazität und Spannungsquelle. Ein Widerstand, eine Kapazität und eine Spannungsquelle und wahrscheinlich noch ein Schalter, richtig? Genau. Genau, der geöffnet ist und den wir schließen. Ja? So, also hier gibt es einen Schalter zum, weiß nicht, sage ich mal, Zeitpunkt t gleich 0 machen wir diesen Schalter zu. Diese Spannungsquelle ist einfach eine Gleichspannungsquelle. Und dann gibt es einen Widerstand und einen Kondensator. So, und naja, jetzt kann man sich hier überlegen, was hier passiert. Ja. Und hier kämpft gerade jemand mit einer anderen Blume. Also, jetzt kann man sich überlegen, was hier in der Schaltung Schönes passiert. Elektrotechnisch gesehen und also was vielleicht sinnvoll ist, um sich das zu überlegen, was hier passiert ist. Und letztendlich ist das auch genau das, was wir dann machen, wenn wir tatsächlich mal Schaltvorgänge betrachten. Sich immer überlegen, was passiert so in Schaltungen. Also ich brauche einen Maschensatz, ich brauche einen Knotensatz, den brauchen wir hier nicht wirklich, weil es gibt ja hier nur einen Strom und ich brauche irgendwie Strom-Spannungsbeziehungen an den Bauelementen. So. Wenn ich mal hier einen Maschensatz aufschreibe, ich mache mal den Widerstand, schreibe ich vielleicht nochmal hier drüber hin, dann habe ich hier mehr Platz. Also dann gibt es hier eine Spannung, die nenne ich UR. Und es gibt hier eine Spannung, die nenne ich UC. So, und Maschensatz würde mir dann was sagen in der Schaltung oder wie würde ein Maschensatz hier lauten? Gleich UR plus UC. Genau. Also die Spannung von der Quelle muss genauso groß sein wie die Summe von den anderen Spannungen hier. So, und den Strom habe ich überall den gleichen. Also hier fließt irgendwie ein Strom I, spätestens dann, wenn ich den Schalter zumache. So, und an dem Widerstand gilt was für als Beziehung zwischen Strom und Spannung? USR mal I, ja, also UR ist R mal I oder ich könnte auch schreiben, I ist UR durch R. So, und was gilt an der Kapazität? Als Grundverhalten, als Grundgleichung? Das ist auch so was, was man im Kopf haben muss. Genau, also wenn ich, wo schreibe ich das jetzt hin? Mal auf die Seite, wenn ich C mal DUC nach DT rechne, also die Ableitung der Spannung, wenn sich die Spannung ändert an der Kapazität, dann fließt ein Strom. Ja, und wenn ich das umstelle in Richtung Spannung, kommt da was raus? Genau, also wenn ich über den Strom integriere über die Zeit und dann das mit 1 durch C multipliziere, dann kommt die Spannung raus. Ja, und jetzt müsste man sich noch hier über die Grenzen und Integrationskonstante oder so, aber so vom Prinzip her. Ja? Also Integral über den Strom ergibt eine Ladung und wenn ich Ladung durch die Kapazität teile, dann kommt da eine Spannung raus an dem Kondensator. So, naja, und ich meine, damit kann man sich jetzt so ein bisschen überlegen, was hier passiert. Also, die Quelle hier, die macht uns eine konstante Spannung. Ja, so wie eine Batterie. So, jetzt mache ich diesen Schalter zu. Jetzt muss ja die Spannung irgendwo hin. So, die Spannung könnte jetzt über den Widerstand abfallen.
Und oder die Spannung könnte über der Kapazität abfallen. Aber wir gehen mal vorher davon aus, vorher war die Kapazität ungeladen und vorher war der Schalter offen. Also wenn die Kapazität vorher ungeladen war, war die Spannung über der Kapazität, über dem Kondensator vorher null. Ja, und wenn der Schalter offen war, dann kann ja auch kein Strom fließen. Wenn kein Strom durch den Widerstand fließt, was gilt dann für die Spannung über den Widerstand? Ist sie auch null. So. Also vor Schalter offen, die Spannung war null, die Spannung war null, das haben wir jetzt mal irgendwie so definiert. So, jetzt mache ich den Schalter zu, jetzt habe ich hier diese 9 Volt. Und die 9 Volt müssen jetzt irgendwo hin. So, die könnten jetzt über den Widerstand abfallen, die könnten über der Kapazität abfallen, die können über beiden irgendwie so ein bisschen abfallen. Wo gehen die hin? Genau, also die müssen am Anfang, ganz am Anfang, muss die Spannung erstmal komplett über den Widerstand abfallen, ja, weil die Spannung hier, die kann sich ja nicht sprunghaft ändern. Also wenn die sich sprunghaft ändern würde, dann hätten wir ja einen unendlich großen Strom. Ja, wenn die Spannung springt, ist die Ableitung unendlich oder sehr groß, dann hätten wir einen unendlich großen Strom. Das macht keinen Sinn. So, also ich mache den Schalter zu, die Spannung bleibt erstmal null. Irgendwo muss die Spannung aber hingeht die Spannung über den Widerstand. So, und wenn wir eine Spannung über den Widerstand haben, eine Spannung über den Widerstand, macht auch einen Strom. Und wenn wir jetzt einen Strom haben, dann haben wir ja auch hier einen Strom, dann gibt es auf einmal auch eine Ableitung von der Spannung über dem Kondensator, über der Kapazität. So, Ableitung der Spannung heißt, naja, die Spannung ändert sich jetzt, ja. Also die Spannung steigt an. So, das heißt, die Spannung steigt an. Die Gesamtspannung bleibt ja aber konstant. Also das heißt, wenn die Spannung ansteigt, da muss die Spannung über dem Widerstand abfallen. Wenn die Spannung über den Widerstand abfällt, dann fällt auch der Strom ab. Also der bleibt positiv, aber der wird kleiner. Und wenn der Strom kleiner wird, wird auch die Ableitung der Spannung kleiner. Also die Spannung steigt noch an, aber die steigt langsamer an. Ja, und die steigt dann weiter an, die Spannung fällt weiter ab, der Strom fällt weiter ab, die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit fällt weiter ab. Also die Spannung steigt aber immer langsamer an. Immer langsamer an, bis wir eben die gesamte Spannung hier haben, gar keine Spannung mehr hier, dann haben wir auch keinen Strom mehr, dann ändert sich die Spannung auch nicht mehr. Dann ist das Ding praktisch voll aufgeladen. Ja, und deshalb, ich weiß nicht, ob das im Aufgabenheft, da ist auch so eine Skizze, glaube ich, drin. Also wenn man sich das jetzt mal die Spannung UC von T über der Zeit plottet, ne, dann sieht die eben genauso aus. Also am Anfang steigt die steil an und dann steigt die immer langsamer an und erreicht sozusagen einen Endwert. Und den Endwert, den die Spannung erreicht, das ist die Quellspannung UQ. Und das, was wir dann in der letzten Semesterwoche oder zum Ende des Semesters machen werden, ist das dann wirklich ausrechnen mit Differentialgleichung und so. Und dann kann man das noch ein bisschen mathematischer machen, aber am Ende kommt man zu der gleichen Erkenntnis. Und dann kann man noch sagen, naja, wie lange geht das denn? Wie lange braucht das denn über der Zeit, bis dieser Kondensator da aufgeladen ist? Und das hängt natürlich davon ab, wie groß der Widerstand ist und wie groß dieser Kondensator ist. So, und jetzt kommen wir wieder, ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Was muss ich denn mit R und mit C machen, damit am Ende irgendwie eine Zeit rauskommt? Also, die Einheit vom Widerstand. Oder das schreibe ich vielleicht hier unten hin, passend auf die Widerstandsreihe. Der Lappen ist schon endlich dreckig. Die Einheit vom Widerstand ist Ohm und Ohm kann ich auch schreiben als Volt pro Ampere. So, und die Einheit von der Kapazität ist Farad. Und Farad kann ich auch schreiben als
Ampere Sekunde pro Volt. So, und das heißt, was muss ich jetzt mit R und C machen, damit eine Zeit rauskommt? Multiplizieren, ne? Wenn ich das mal das rechne, kürze ich genau Volt gegen Volt, Ampere gegen Ampere, bleiben genau Sekunde über. Und das ist auch genau das, wie lange das hier sozusagen dauert. Also hier ist einmal RC und wenn ich jetzt hier wieder eine Tangente anlege, da wo wieder die Tangente die Asymptote schneidet, da ist dann nochmal so eine Zeitkonstante um zweimal RC. Ja, und da wo wieder die Tangente die Asymptote schneidet, da sind dann dreimal RC und so lange dauert eben ungefähr dieser Aufladevorgang. Ja, und nee, also die Fläche unter dem, ist ja sowas wie Spannung mal Zeit. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Physikalisches an der Stelle. Aber also das, was als Funktion hier hintersteckt, ich glaube, das steht ja auch irgendwo in der Aufgabe drin, ist eben so ein UQ, ne, als Spitzenwert und dann 1 minus E hoch minus T durch RC. Das ist diese Funktion, die das beschreibt. Die haben wir auch schon mehrfach mal besprochen am Anfang des letzten Semesters und so in irgendwie so ganz frühen Aufgaben, kann ich mich dunkel dran erinnern. So, also das ist das, was in der Originalschaltung passiert. So, und jetzt können wir wieder dieses schöne Dualitätsprinzip anwenden und können uns die duale Schaltung anschauen. Und die besprechen. So, wie sollte die duale Schaltung aussehen? Erstmal eine Stromquelle, genau. Also aus der Spannungsquelle sollte eine Stromquelle werden. Die male ich mal hier schon mal irgendwo hin. Ja, also aus dem Kondensator wird eine Spule. So, aus dem Kondensator wird eine Spule. Und das ist ja hier alles irgendwie in Reihe geschaltet, das heißt, das muss auch parallel. Mache ich mal hier drüben hin. Also wir haben jetzt eine Spule, die ist parallel. So, was haben wir noch Schönes? Der Widerstand bleibt ein Widerstand oder wird sozusagen zu einem Leitwert, aber der kriegt das gleiche Symbol und der ist auch parallel. Genau, so. Und aus dem sich schließenden Schalter wird ein sich öffnender Schalter. Das ist hier vielleicht das Trickreichste an dieser Aufgabe, wenn man zumindest die Schaltung umzeichnet. Ja, warum wird aus einem sich schließenden Schalter ein sich öffnender Schalter? Wie kann man das so ein bisschen begründen? Mit Dualitätsprinzip? Also, wenn der Schalter offen ist, ist der wie ein Leerlauf. Und Leerlauf heißt kein Strom, aber beliebige Spannung, die darüber abfällt. Und wenn ich den Schalter schließe, dann ist der Schalter wie ein Kurzschluss. Kurzschluss heißt keine Spannung, aber beliebiger Strom, der durch den Kurzschluss durchfließt. Ja, also offen, Strom ist 0, geschlossen, Spannung ist 0. So. Und jetzt Dualität heißt ja, ich tausche Strom in Spannung und Spannung in Strom umgekehrt. Also ich brauche jetzt was, wo am Anfang eben die Spannung 0 ist und das ist bei einem geschlossenen Schalter der Fall. Und wenn ich den dann öffne, dann ist der Strom 0. So, und dann sieht das so aus und dann sind einfach alle diese vier Sachen parallel. Also das wäre die duale Schaltung. So, und hier gibt es jetzt eben eine Stromquelle. Die lasse ich jetzt mal hier so nach oben fließen. Es gibt diesen Schalter, der geht auch vielleicht wieder bei T gleich 0 sozusagen auf. Und es gibt einen dualen Leitwert. Und es gibt eine duale Induktivität. Und hier bräuchte ich noch einen Lötpunkt. Hier unten. Hallo. So, und jetzt kann ich, also jetzt
jetzt mache ich mal Prinzip Trick 17, ja, und ich schreibe jetzt das alles einfach ab. Und dann gucken wir uns danach an, ob das sinnvoll ist, wenn wir es abgeschrieben haben. So, also wenn ich aus dem Maschensatz das Duale mache, was wird da draus? Ein Knotensatz. So, aus einer Spannung wird ein Strom. Aus einer Spannung wird ein Strom, aus dem Widerstand wird ein Leitwert, aus einer Kapazität wird eine Induktivität. Also hieraus wird, schon falsch, ja, wird ein IG plus IL. Oh, vielleicht hätte ich ein kleines I nehmen sollen, egal. Nehmen wir ein kleines I. So, genau. Also aus einem Maschensatz wird ein Knotensatz, aus einer Spannung wird ein Strom. So, dann kann ich hier das genauso aufschreiben, das war ja die UI-Beziehung an dem Widerstand. Was passierte an dem Widerstand? Was passierte an der Kapazität? Der Widerstand wird jetzt zu einem Leitwert. Und an dem Leitwert gilt eben, IG ist G mal U. Und das U ist die Spannung, die hier in der Schaltung abfällt zwischen oben und unten. Das ist überall die gleiche und ich kann auch die Gleichung umdrehen. Aus dem I wird ein U, aus dem U wird ein I, IG durch GD. So, das ist alles genauso aufgeschrieben. Die Einheit von dem Leitwert ist ein Siemens. Ein Siemens ist ein Ampere pro Volt. Das kann man jetzt nicht so richtig lesen, aber boah, komm, kann man vielleicht gerade noch so, keine Ahnung. So, aus der Kapazität wird eine Induktivität. Aus der Spannung wird ein Strom. IL ist 1 durch L Integral U dt. Und wenn ich das jetzt einfach abschreibe, wird daraus U ist L mal DIL nach dt. Und die Einheit von dem L ist ein Henry. Und das ist eine Voltsekunde pro Ampere. Ja, so. Also, ja. Volt durch Ampere getauscht. Und so gemacht. So, und ich meine, jetzt kann ich hier unten genau dieses gleiche Diagramm aufschreiben oder aufmalen. Also eine Zeit bleibt eine Zeit. Das ist jetzt die Spannung, die durch die der Strom, der durch die Induktivität fließt. Ne, das, was vorher mal eine Quellspannung war, ist jetzt ein Quellstrom. So, der Verlauf ist natürlich der gleiche. Hier ist wieder diese Asymptote. Hier ist die Tangente, die ich jetzt mal so anzeichne. So, und aus einem R wird ein G, aus dem C wird ein L. Also entsteht hier G mal L oder GD mal LD. Ja, und dann geht das hier so weit, hier hinten wäre jetzt 2GD mal LD und 3 und so weiter. Manchmal so. So. Also das wäre, ne, wir haben jetzt vorher uns über diese Schaltung Gedanken gemacht, haben das alles irgendwie schön aufgeschrieben, was hier so passiert. Und haben jetzt einfach ganz stumpf das Dualitätsprinzip angewandt und haben jetzt das einfach alles nochmal abgeschrieben für die zweite Schaltung. Und haben immer aus Strom Spannung gemacht, aus Induktivität, Kapazität, aus Widerstand, Leitwert, aus Knotensatz, aus Maschensatz, Knotensatz und so weiter. Aber also wirklich ganz, ganz, ganz stumpf. Ja, also da ist jetzt kein, das ist sehr, sehr mechanisch, was wir jetzt gemacht haben. Keine weitere Schwierigkeit dabei. So, und jetzt können wir uns natürlich jetzt im Nachgang mal überlegen, ob das so passt und ob das so funktioniert. Ja, und können gucken, also
stimmt denn jetzt dieser Knotensatz für diese Schaltung? Ja oder nein? Ja, aber wenn wir den Schalter aufmachen, dann stimmt's. Ja, und ich meine, hier stimmt ja der Maschensatz auch erst in dem Moment, wo ich den Schalter schließe. Weil vorher wird es ja auch noch einen Spannungsabfall über dem Schalter geben. So, also Knotensatz stimmt. So. Sind das die Gleichungen, die als Stromspannungsbeziehung an einem Leitwert gelten? Ja, können wir auch ein Häkchen machen. Sind das die Gleichungen, die als Stromspannungsbeziehung an einer Induktivität gelten? Ja, ne, weil wenn der Strom sich ändert an der Induktivität, wird eine Spannung induziert. Wenn ich über die Spannung integriere und durch L teile und so, kommt ein Strom raus. Das passt auch alles. Kann ich auch irgendwie so ein Häkchen hintermachen? So. Und über das hier unten müssen wir jetzt natürlich mal noch nachdenken, ob das so ist. Und jetzt müssen wir wieder genau das gleiche Spiel machen und uns sozusagen überlegen, was in der Schaltung passiert. Also, wenn der Schalter zu ist, dann ist ja hier ein Kurzschluss. Dann fließt auf jeden Fall der ganze Strom von der Quelle hier vorne im Kreis. Richtig? So. Und jetzt sagen wir mal, also vorher ist hier auf jeden Fall kein Strom drin in der Induktivität. Und wenn hier ein Kurzschluss ist, heißt das für die Spannung was? Was ist die Spannung an einem Kurzschluss? Die ist 0. Ja. So, wenn die Spannung 0 ist an dem Widerstand oder an dem Leitwert, fließt da kein Strom. Und hinten haben wir gesagt, fließt auch kein Strom. So. Und jetzt mache ich, also, und wenn der Schalter geschlossen ist, fließt der ganze Strom hier vorne, kein Strom hier, kein Strom da hinten. So, jetzt mache ich diesen Schalter auf und jetzt muss ja der Strom von der Quelle irgendwo hin. Der kann nicht mehr hier lang fließen. Der muss jetzt hier lang fließen oder da lang fließen oder sich irgendwie durch beide Zweige da hinten aufteilen. So, wo geht jetzt der Strom hin? In der Schaltung. Und warum? Also es gibt einen Vorschlag, der Strom geht durch die Spule. Wenn der Strom durch die Spule gehen würde, würde das ja aber heißen, also vorhin haben wir gesagt, ist der Strom 0. Jetzt haben wir auf einmal einen Strom in der Spule, da müsste der Strom ja springen. Wenn der Strom springt, dann hätten wir da eine unendlich große Spannung oder hätten wir eine sehr große Spannung, die da irgendwie passiert. Also der Strom an der Spule, der kann nicht springen, der kann sich nicht sprunghaft ändern, weil das verbietet diese Gleichung, verbietet das Induktionsgesetz. Der kann sich immer nur langsam ändern. Ne? Also eine Spule verschleift den Strom. Also die Spule, wo vorher kein Strom durchgeflossen ist, die wird sagen, komm, hör mir bloß mit dem Strom auf, ich will von dem Strom nichts wissen. Also hier fließt, zumindest für einen kurzen Moment, fließt da erstmal kein Strom. Der ganze Strom geht hier durch den Widerstand, durch den Leitwert. So, wenn jetzt der Strom durch den Widerstand, durch den Leitwert fließt, was passiert denn da? Wenn ein Strom durch einen Widerstand fließt, ey Junge, ey, wir brauchen eindeutig einen autofreien Campus. Also ich weiß nicht, warum hier irgendwelche Atzen mit irgendwelchen Mercedes hier durch die Gegend fahren müssen. Ist mir unbegreiflich, aber gut. Da haben wir eine Spannung, sehr richtig. So, und jetzt haben wir eine Spannung. Und jetzt können wir auf die Gleichung gucken. Wenn wir eine Spannung haben, dann haben wir auch eine Stromanstiegsgeschwindigkeit. Ne, dann ändert sich der Strom. So, also dann kriegen wir hier Strom. Der Gesamtstrom, der hier vorne kommt, von hier vorne kommt, der bleibt ja aber konstant. Also wenn jetzt auf einmal hier floss kein Strom, da floss der gesamte Strom hier lang. Jetzt kommt hier Strom dazu, jetzt wird hier mehr Strom. Was muss mit dem Strom hier passieren? Der muss weniger werden. So, wenn der Strom hier weniger wird,
Was passiert dann mit der Spannung? Die muss auch kleiner werden. Das ist ja genau die gleiche Spannung wie hier. Wenn die Spannung kleiner wird, dann wird auch die Stromänderungsgeschwindigkeit kleiner. Also der Strom steigt weiter an, aber der steigt langsam an. Steigt aber noch an, ne? Also Strom steigt an, der Strom hier fällt ab, die Spannung fällt ab, die Stromanstiegsgeschwindigkeit fällt ab. Der Strom wird größer, aber der wird immer langsamer größer. Und irgendwann ist der Strom sozusagen maximal, ja? Dann ändert sich der Strom nicht mehr, dann ist auch die Spannung sozusagen konstant und dann ist auch der Strom, der hier vorne fließt, null. Ja, kann man sich auch andersrum überlegen, irgendwie irgendwann, wenn der Strom hier größer wird und der Strom immer kleiner wird, naja, irgendwann fließt der gesamte Strom hier lang, dann fließt gar kein Strom mehr hier lang, dann ist die Spannung null. Wenn die Spannung null ist, dann ändert sich auch der Strom nicht mehr an der Stelle. So, und das ist ja jetzt interessanterweise oder auch nicht interessanterweise, logischerweise ist das auch genau das Gleiche, was hier unten dargestellt ist. Ne? Also, wie haben wir gesagt, das ist der Strom. Und der Strom am Anfang ist ja erstmal null, wenn ich den Schalter zumache, weil der Strom kann nicht springen. Aber dann steigt der Strom an, am Anfang steigt er schnell an und dann steigt er immer langsamer an und immer langsamer an und immer langsamer an und nähert sich auf diesen konstanten Endwert, der eben der Quellstrom ist. So, und jetzt könnte ich noch diese Gleichung hier genauso hinschreiben und dann wäre das eben IQ mal 1 minus E hoch minus T durch GD mal LD. So, und das ist auch wunderschöne Anwendung des Dualitätsprinzips im Sinne von, ich habe eine Schaltung verstanden, dann habe ich auch die duale Schaltung verstanden, weil die duale Schaltung macht genau das Gleiche, bloß dass eben Strom und Spannung vertauscht sind, Knotensatz und Maschensatz vertauscht sind, Kapazität und Induktivität vertauscht sind, Farad und Henry vertauscht sind, Ohm und Siemens vertauscht sind und so weiter und so fort. Ja? Und ja, also auf sowas werden wir nochmal am Ende irgendwie zurückkommen, am Ende des Semesters und dann ausrechnen, warum das tatsächlich wirklich hier irgendwie diese E-Funktion ist an der Stelle und warum die sich genauso verhält. Aber ja, also wenn man solche Schaltvorgangsaufgaben irgendwie gut und sicher und souverän lösen will, dann ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man genauso wie wir es jetzt gemacht haben, im Prinzip so ein Verständnis davon hat, was denn hier passiert. Ja, also ich schalte, irgendwo muss die Spannung hin, wo geht die Spannung hin oder irgendwo muss der Strom hin, was macht der Strom? Wie verhält sich das an den Bauelementen? Ah ja, da steigt was an, dann muss da was abfallen und dann geht es immer so weiter und so fort. So, und jetzt kann man sich noch, ja, vielleicht sozusagen zum Ende überlegen, warum ist das jetzt hier genau eine E-Funktion, die da rauskommt? Weil es ein Ladevorgang ist, ein Aufladevorgang, ja. Weil dann irgendwie was in Sättigung geht. Aber ich meine, wenn wir was aufladen, warum steigt die Spannung nicht linear an? Oder warum steigt die nicht anhand einer, weiß nicht, Logarithmusfunktion, anhand einer quadratischen Funktion? Warum kommt da eine E-Funktion raus? Das ist so ein bisschen die spannende Frage. Ja, also schon mal irgendwie eine ganz gute Idee. Also so richtig die gesamte Quellspannung erreichen tun wir ja nie. Ne? Also das geht da immer nur beliebig dicht dran. Aber so ein, also selbst wenn man jetzt hier sehr lange wartet, ich meine klar, irgendwann ist der Unterschied nicht mehr messbar, aber so ein ganz bisschen Strom wird hier ja immer noch fließen, weil ich mich nur beliebig dicht diesem asymptotischen Endwert nähere, aber den eigentlich nie wirklich erreiche. Und das macht ja nur eine E-Funktion. Also wenn ich jetzt irgendwie eine lineare Funktion hätte, dann wäre ich ja irgendwann da. Ja? Also ich könnte mir irgendwas mit, keine Ahnung, so 1 durch x, 1 durch Zeit überlegen, was so wie so eine Hyperbel ist, die erreicht das ja auch nur asymptotisch. Aber so richtig eine super Begründung für warum E-Funktion ist das auch noch nicht. So, also das Rätsel ist Lösung. Ich meine, alle Gleichungen, die das beschreiben, die stehen ja hier. Ne? Also mehr Gleichungen gibt es ja nicht jetzt zu der Schaltung.
gibt einen Maschensatz, gibt einen Knotensatz, der im Prinzip sagt, die Ströme sind überall gleich. Ja, und es gibt eine Beziehung an dem Widerstand, die sagt, Strom und Spannung sind proportional. Und es gibt eine Beziehung an der Kapazität, die sagt, Ableitung der Spannung ist Strom oder Integral des Stromes ist Spannung. So, und naja, wenn man jetzt mal so ein bisschen scharf drauf schaut, ja, dann stellt man fest, also das UQ, das kennen wir. Das sind, keine Ahnung, 9 Volt, 12 Volt, 5 Volt, 3 Volt, was auch immer, was Konstantes. Aber, und das R und das C, das sollten wir natürlich auch kennen. Ne? Aber wir haben im Prinzip drei unbekannte Größen. Also wir wissen nicht, wie groß ist der Strom. Wir wissen nicht, wie groß ist diese Spannung, wie groß ist diese Spannung. Also wir haben drei unbekannte. Ein Strom, zwei Spannung. Aber wir haben auch drei Gleichungen. Nämlich die Gleichung, sozusagen die Gleichung, das ist ja die gleiche Gleichung, bloß anders aufgeschrieben. Und die Gleichung, ist auch die gleiche Gleichung, bloß anders aufgeschrieben. So. Drei Gleichungen, drei Unbekannte könnte sozusagen uns irgendwie das Rätsel Lösung geben. Und das wäre das auch. Ja? Also wenn wir mal die beiden Sachen hier zum Beispiel gleichsetzen und dann noch, keine Ahnung, die Gleichung hier oben, haben wir schon mal die beiden Gleichungen benutzt, die da oben umstellen und die irgendwie einsetzen, dann kommt da sowas raus wie zum Beispiel, wenn man das nach UR umstellt und hier einsetzt, ne, dann ist da nur noch UC drin als Größe und dann steht da sowas wie UC plus die erste Ableitung von UC ergibt irgendwie was Konstantes. Und zwar unabhängig von der Zeit. So, und wenn UC und die erste Ableitung von UC irgendwie was Konstantes ergeben müssen, sollen, über der Zeit, dann müssen die ja irgendwie gleich sein. Richtig? Sonst können die nicht was Konstantes ergeben. So, und jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, naja, wo ist denn das so? Bei welcher Funktion ist denn das so, dass die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion, dass die gleich sind, damit die dann zusammen irgendwie was Konstantes ergeben? Zufällig was mit E, ja? So, das ist die E-Funktion. Und deswegen, also, wenn man das jetzt mal macht, kommt da eine Differentialgleichung erster Ordnung raus und die Lösung dieser Differentialgleichung erster Ordnung ist eben eine E-Funktion. Deswegen ist die E-Funktion nicht so ganz unwichtig. So, jetzt könnte man sich das noch so ein bisschen weiter überlegen, wenn ich jetzt hier noch eine Induktivität mit reinmalen würde. Ja? So. Was hätten wir denn im Grunde gebaut? Wenn ich Widerstand, Kapazität und Induktivität habe? Einen reinen Schwingkreis. Ja, und jetzt könnte ich das ja auch so machen, dass ich den irgendwie praktisch so einschalte. Und naja, jetzt hätte ich noch eine dritte Gleichung hier für das L und sozusagen eine dritte unbekannte Größe, nämlich die Spannung, die, nee, eigentlich eine, also eine vierte Gleichung für das L, eine vierte unbekannte Größe, nämlich die Spannung über dem L. Und dann könnte ich das wieder so alles einsetzen. Und wenn ich das mal mache, würde da irgendwie sowas rauskommen wie die Funktion plus die erste Ableitung der Funktion plus die zweite Ableitung der Funktion, die müssen auch irgendwie was Gleiches, was Konstantes ergeben. Also muss ich jetzt was haben, wo die Funktion an sich und die erste und zweite Ableitung irgendwie gleich sind. Oder sagen wir mal in erster Näherung erstmal die Funktion an sich und die zweite Ableitung. So, und bei welcher Funktion ist das so, dass die erste, also die Funktion und die zweite Ableitung gleich sind? Genau, Sinus und Cosinus. Ja? Wenn ich Sinus ableite, kommt Cosinus raus. Wenn ich Cosinus ableite, kommt Minus Sinus raus. Also es ist wieder das Gleiche, bloß mit umgedrehten Vorzeichen. Ja? Und bei Cosinus genau das Gleiche. So, und deshalb, also wenn ich jetzt nicht hier nur ein C habe, sondern auch noch ein L dazu und ich mache diesen Schalter zu und schreibe diese Gleichung auf, diese ganzen Gleichungen auf und löse die, dann wird da irgendwas rauskommen mit, also dann komme ich auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und deren Lösung sind dann eben Sinus- und Cosinus-Funktionen. Und dann noch exponentiell gedämpft aufgrund des Widerstandes. Ja, und dann kommt da sowas raus wie, ich das jetzt hier mit dem C mache, ja, dann je nachdem, was ich da so für Werte habe, dann wird das sozusagen so schwingen.
Ja, und die Frequenz, die man hier hat, die ergibt sich aus dem L und C, so wie wir das letzte Woche, vorletzte Woche hatten, mit dem Schwingkreis und sozusagen die E-Funktion, die hier drüber liegt als Einhüllende, die hat dann wieder was zu tun mit dem RC oder mit dem sozusagen L durch R, was sich da ergibt, weil in dem R natürlich so die Verluste drin stecken. Und tja, das macht die ganze Rechnung dann so ein bisschen komplizierter, aber sagen wir mal, viel entscheidender vielleicht ist, dass man das Prinzip verstanden hat, was da so rauskommen müsste. Ja, also Differentialgleichung erster Ordnung kommt eine E-Funktion raus. Differentialgleichung zweiter Ordnung kommt Sinus- und Kosinusfunktion raus. Und naja, und deren Parameter hängen von R, L und C ab. Ne? Und der Rest ist dann hier, der Rest ist Mathe. Der Rest hat nicht mehr viel mit Elektrotechnik zu tun, der ist irgendwie diese Differentialgleichung lösen. Das machen wir aber mal zum Ende des Semesters. So, ja, und hier wäre auch wieder, klar, wenn ich jetzt hier ein L in Reihe hätte, was würde dual auf der anderen Seite der Schaltung passieren? Wenn ich hier ein L in Reihe habe, was passiert hier drüben? Ich hätte ein C parallel, ja, und wenn ich hier nochmal irgendwie ein C parallel hätte, was habe ich denn da drüben gebaut? Ein Parallelschwingkreis, ja, und der macht dann genau das gleiche Verhalten durch irgendwie unbedingt. So, und so hängt das alles irgendwie miteinander zusammen. So, und ich weiß nicht, da hinten gab es jetzt noch irgendwie eine Frage oder sah zumindest so aus, noch eine Diskussion. Ah, wird noch. Nee, ich glaube, bei euch beiden. Hat sich eure Frage schon geklärt? Ja. Ja? Okay. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Nein, nein. Oh, da gibt es noch eine. Also, eine sehr gute Frage. Also, prinzipiell ja. Ja, also ich bilde mir ein, dass es mindestens so ähnlich wie das, was wir vorher gerechnet haben, gibt es in dem Klausuraufgabenkatalog auch ein paar Aufgaben. Und meines Erachtens, wie ich vorhin gesagt habe, ist ja eigentlich auch ein dankbares Thema. Also kann man da nicht viel bei verkehrt machen. Ja? Ich habe eine Schaltung, dann brauche ich eine duale Schaltung. Da gibt es ein klares Prinzip, aus Reihenschaltung wird Parallelschaltung, aus Widerstand wird Leitwert, aus Induktivität wird Kapazität umgedreht. Schreibe ich das auf und dann gibt es meistens so eine Formel, die Admittanz, Impedanz der Originalschaltung soll so und so groß sein, 100 mal wie 10 mal, 1000 mal wie die von der dualen Schaltung. Und dann schreibe ich die Gleichung dahin und rechne irgendwie die Parameter aus. Und ich meine, ich muss eben wissen, was ist Impedanz, was ist Admittanz, was ist Reihenschaltung, was ist Parallelschaltung. Also man muss so elektrotechnische Grundlagen wissen und ich muss ein bisschen mit den Einheiten da rumbasteln können. Aber ansonsten ist da ja jetzt eigentlich nicht so viel Kompliziertes dabei. Also ja, ich sag mal ja. Ja, und also was jetzt bei der hier vielleicht nicht. Also ne, hier ist ja, wie sind wir jetzt hier im Zeitbereich? Da kommen eben Zeitdiagramme raus. Ich meine, was man bei diesen dualen Schaltungen natürlich auch immer irgendwie nett machen kann, ist nochmal das mit Ortskurve und Zeigerbild und so zu kombinieren. Das ist ja gerade die Idee, wenn ich von der Originalschaltung die Ortskurve der, keine Ahnung, Impedanz gemalt habe, gezeichnet habe, konstruiert habe, dann sollte für die duale Schaltung natürlich genau das der Ortskurve der Admittanz entsprechen und umgekehrt. Und ja, also von daher ausgeschlossen ist das auf jeden Fall nicht. So, weitere Fragen? Gut, dann sind wir auch schon fertig heute.